Guten Morgen, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Es geht weiter mit dem Busausbau. Und sorry vielleicht für meine Stimme, falls man das so krass hört. Ich bin ein bisschen erkältet. Es ist Montag, ich bin unglaublich motiviert. Ich war gerade beim Recyclinghof und habe ganz viel Sperrmüll weggeschafft, den ich in dem Bus hatte. Und der hat da super gut flexibel reingepasst, weil... Ihr seht es vielleicht schon, na, ich zeig's euch. Der Bus ist leer. Das ist eigentlich traurig, aber... Ist mein Licht noch an? Nee. Aber das bedeutet, bald passiert was Neues. Und zwar haben wir ja schon ein bisschen angedeutet, wir wollen was am Bus verändern. Und wir erzählen euch noch nicht alles, aber den ersten Schritt. Und zwar den Bus zu dämmen. Wir wollen im Winter damit verreisen, allerdings... nicht irgendwie ins Kalte, trotzdem kann der ja gerne gedämmt sein, gerade mit Baby. Und wenn es dann doch unerwarteterweise auf dem Weg dahin oder wo auch immer kalt wird, ist halt cool, wenn man den Bus gedämmt hat. Für die Dämmung muss allerdings erstmal die Verkleidung ab und das ist heute mein Job. Ich hoffe ganz sehr, ich versage nicht, weil nämlich... Weil Philipp meinte, dass es nicht so einfach abgeht. Ich hole mir jetzt mal ein bisschen Werkzeug. Ich werde hier hinten noch die Folien wegtun. Wir hatten ja da Sperrmüll und da war auch ein bisschen verschimmeltes Holz drauf. Deswegen haben wir das alles ausgelegt. Ansonsten wäre das auch egal, weil der Bodenbelag kommt auch raus. Wird ja schließlich auch von unten gedämmt. Aber wir wollen jetzt hier keinen Schimmel und sowas. Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und ich melde mich wieder, also ich lasse die Kamera jetzt hier im Auto und ich melde mich wieder, wenn ich hier wieder mit Werkzeug und was auch immer ich noch brauche, mal gucken, ob mir noch irgendwas einfällt, hier runterkomme. Also ich würde dir gerne erzählen, aber ich habe gerade keine Stimme, also. Okay, was ist das? Das Intro zu dem Video ist ja schon ein paar Tage her und es hat sich alles ein wenig verzögert und wir werden jetzt anfangen, die Verkleidung abzumachen. Wir haben hier gerade ein bisschen Staub gesaugt und jetzt gucken wir mal, wie viel von der Verkleidung wir gewaltfrei, also das heißt nur mit so einem, wie sagt man, Schraubenzieher wegkriegen. Nee, hast du schon rausgenommen? Ja. Ach so. Ah, der ist zu groß, glaube ich. Nein, ist doch. Nee, der ist zu groß. Und wie viel wir aufbohren müssen. Wir haben uns hier auch eine kleine Verstärkung mitgebracht. Du hast ja auch ein Viereckchen genommen. Nein, gib mir doch mal den richtigen. Den gibt es nicht. Dann gib mir so einen Torx. Damit habe ich auch den Stuhl von Karl, habe ich auch mit Torx damals angeschraubt. Zwischenstand hier, die eine Seitenverkleidung ist ab und wir haben da auf jeden Fall schon sauber gemacht, aber es war nicht so dreckig wie erwartet. Und was? Ja, wir haben schon mal hier unten da unter den Bodenbelag geguckt. Das wird lustig. Ja, ne, und hier die Heckklappenverkleidung ist auch ab und da geht es ja auch vom Dreck voll. Genau.
hier und hier und auch bei der Tür müssen einige von diesen, wie nennt man die? Schrauben. Sind das Schrauben? Ja, müssen auf jeden Fall aufgebohrt werden noch. Genau, und Philipp, was machst du jetzt? Meine Griffe daran, ehe die Schrauben verloren gehen. Okay, und Philipp wird das mit dem Aufbohren übernehmen. Ich gehe jetzt erstmal mit Karl wieder hoch und Philipp wird, also ich lasse die Kamera hier und Philipp wird es dann zeigen, wenn die anderen drei, sind es nur noch, oder? Ach so, na und die Decke und der Boden, aber die anderen drei seitlichen Verkleidungen ab sind. Genau. Also seht ihr das wahrscheinlich jetzt. Es sei denn, es passiert noch irgendwas Lustiges, wo dann mal die Kamera drauf gehalten werden muss. So. Ich hoffe, man versteht mich überhaupt. Ich habe jetzt hier die Seitenverkleidung abgemacht. Ja, das war ein bisschen schwierig aufgrund der Lautsprecher. Weil die Lautsprecherkabel, die führen hier entlang, da rein. Hier hoch und dann weiß ich nicht mehr, wo die weitergehen. Dann gehen die hier vor. Aber die haben keinen Stecker. Das heißt, ich kann die nicht abstöpseln oder so. Das heißt, die müssen jetzt erstmal so bleiben, aber durch den Magneten dran halten die auch. Hier dasselbe Spiel. Aber da weiß ich, dass der da oben rauskommt, aber ich weiß nicht, wo der dann weiter hingeht. Vielleicht kriegen wir das raus, wenn wir eine Runde gemacht haben, diese Deckenverkleidung. Vielleicht sieht man dann, dass da die da vorne weitergehen. Die habe ich abgemacht, die Verkleidung. Ja, genau. Das war schon. Die Klappe war, glaube ich, auch schon. Die habe ich noch abgemacht. So wie die Stufe. Und das hier. Und so wie es hier aussieht, wird es unter dem ganzen Belag auch aussehen. Das heißt, es wird noch gut. Spaß machen, das sauber zu machen. Guten Morgen, es ist schweinekalt. Heute gibt es einen ganz, ganz wichtigen und großen Schritt in unserem Busausbau. Heute wird gedämmt. Wir haben hier zwei Kartons Armaflex. Der eine ist hier vorne, der andere steht noch draußen. Und genau, 13 mm. Wir haben jetzt erstmal 16 Quadratmeter bestellt und müssen einfach mal schauen, wie wir damit hinkommen. Auf jeden Fall. Ist ja die Innenverkleidung, hat Philipp wahrscheinlich schon gezeigt, ja komplett ab, auch die Decke. Es fehlt eigentlich nur noch hier der Fußbodenbelag, den nehmen wir jetzt raus. Und danach machen wir hier alles so noch sauber, weil das ist halt wirklich nicht so lecker. Aber der Bus ist ja auch schon alt und da hat wahrscheinlich noch nie jemand mal unter die Verkleidung geguckt. Und doch, genau. Garantiert, um die Boxen da einzubauen und dann aber die Verkleidung mit dem Dreck oder in den Dreck wieder ran. Ja, weiß ich ja nicht, wann die Boxen eingebaut worden sind. Und dann werden wir uns heute echt beeilen müssen, damit wir vielleicht das heute fertig geklebt kriegen, keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall dann wieder schön Zeitraffer machen und alles. Ich kann das noch gar nicht einschätzen, wie schnell wir sind. Deswegen fangen wir jetzt erstmal an und dann gibt es Zwischenstände und oder Zeitraffer und ja, dann wünschen wir euch viel Spaß damit, uns zuzusehen, und wir haben auf jeden Fall richtig Lust, auch wenn es halt schweinekalt ist, aber ich finde es jetzt trotzdem, das sind meine. Das weiß ich. Es ist okay, also wir müssen es ja machen und ich freue mich auch dann, wenn es hier drin gedämmt ist, ja. Weil dann ist es hier drin nämlich wärmer. So, es ist fast Mittag und der Zwischenstand ist jetzt folgender. Also der Bodenbelag ist komplett raus, wie ihr seht. Und ihr wollt nicht wissen, wie viel Kilo Dreck da drunter waren. Kannst du mal vor das Auto finden. Also ja. Sieht so wenig aus, ne? Aber es ist auf jeden Fall hier, hier ist auch was rausgefallen. Na, auf jeden Fall waren hier sehr viele Kilo Dreck, Baudreck und generell halt, ne? Genau, dann seht ihr ja, hier sind noch ein paar von diesen Ösen noch dran. Also, eigentlich wollen wir nur die vier hier noch benutzbar sozusagen haben und dann integrieren, damit ein Sitz noch mit eingetragen werden kann. Alle anderen können eigentlich zugebaut werden. Das hier ist von der Rückbank und das hier ist von dieser anderen Bank. Jetzt müssen wir mal gucken, die hier gehen nicht raus. Wir haben einen Rostlöser, wir haben von unterm Auto, von überall alles Mögliche probiert. Ist jetzt halt erstmal noch nicht so ganz festgelegt, was wir da jetzt machen. Hier hinten seht ihr auch, ist noch so eine, wie nennt man das?
Ladungssicherungsöse da, die ging auch nicht ab. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall haben wir dann grob gereinigt, also erstmal Staub gewischt, habe ich mit so einem Lappen, und jetzt ist Philipp hier mit dem Glasreiniger überall durchgegangen, und ihr seht vielleicht hier, das ist mega sauber, es glänzt einfach nur. Der Boden wurde einmal komplett ausgefegt, dann gestaubsaugt und alles andere mit Glasreiniger, was auch immer, putzen, kommt dann später, weil der Boden wird als letztes gedämmt. Genau, die Decke ist jetzt auch nicht sonderlich dreckig. Die wird dann nachher mal noch Staub gewischt, ja? Ich muss sagen, wir nehmen nachher nochmal einen sauren Lappen mit und wischen trotzdem alles mit Glasreiniger einmal drüber, zart, bevor wir, direkt bevor wir es dämmen. Ja, genau, dann an der Stelle. Weil einfach der letzte Staub nochmal runter ist, der sich jetzt vielleicht noch setzt oder den ich auch hier langsam nicht mal runterkriege, weil der Lappen mehr dreckig macht als sauber. Ja, aber wir sind doch jetzt ganz gut vorangekommen. Und der Plan ist jetzt dann, dass wir nach dem Essen anfangen mit Dämmen, also mit den Seitenwänden, der Heckklappe, also bis hier unters Fenster erstmal, und mal schauen, wie weit wir kommen. Rathausverkleidung, also nenne ich Verkleidung, Dämmung, gehört ja auch mit dazu. Und das nächste wäre dann die Decke. Im Bundestag auch nochmal das Rathaus schon. ja. Und genau, also die Decke. Und dann muss erstmal noch der Boden geputzt werden und dann wird der noch gedämmt. Aber mal sehen, wie weit wir heute kommen, bis wann heute Nacht wir das machen. Aber du musst ja eigentlich morgen auch auf Arbeit. Ja, alles gut. Aber ansonsten mache ich das morgen mit deiner Mama vielleicht fertig. Falls ihr euch auch gerade fragt, wo unser Kind ist. Also wir haben halt hier gerade nicht unser Kind hier irgendwo versteckt oder so. Genau, wir haben die freundliche Unterstützung von Philipps Mama, die halt auf ihn aufpasst. Und zur Not morgen mir dann noch mithilft, wenn, also morgen ist Montag, wenn wir heute nicht fertig werden mit dem Arme Flex kleben, weil das war ja der Plan, dass es dieses Wochenende fertig wird. Genau. Dann hier seht ihr übrigens, hier kommt die Lüftung raus. Das ist einfach hier nur so ein tiefes Loch. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung das geht. Ich stecke da mal meine Hand rein. Naja, auf jeden Fall mussten wir hier echt aufpassen, dass hier nicht der ganze Dreck reinfällt. Genau, wir haben noch gar nicht erzählt. Na, wir kriegen am nächsten Samstag eine Standheizung eingebaut. Das auch nochmal was echt Großes, finde ich auch. Machst du auch hier mit? Sowas sauber? Geht. Ja. Also ein Großteil geht davon nicht. Also das hier unten mit gehen, ja. Und sonst geht's nicht. Okay. Genau, soweit erstmal zum Stand. Und wir sehen uns nach dem Mittagessen wieder, wenn es dann ans Kleben geht, richtig? Richtig. Okay, ich meine, ich habe ja schon zwei Zeitraffer gemacht. Auf jeden Fall wollte ich euch jetzt mal den aktuellen Stand zeigen. Also, wir haben jetzt... Der Stand von Philipp ist für immer mit der Heckklappe verbunden, weil er seine Hand nicht wieder auskriegt. Wir haben jetzt die Seite komplett fertig, bis hier hinten. Dann Heckklappe so gut wie... Fehlt nur noch ein so ein Feld, und das ist das Schlimmste, diese Heckklappe ist so ein Arschloch. Wobei wir sind uns jetzt gerade hier unten noch nicht sicher, ob da wir da auch dämmen, weil da kannst du hier nicht, obwohl doch vielleicht hier kommt gerade so eine Hand rein, aber ansonsten, das ist halt echt doof. Genau, dann hier drüben die Seite ist komplett fertig, und dann fehlt noch Decke und Boden.
Und ich habe jetzt nochmal den Boden ausgemessen. Wir dürften ganz gut mit unserer Menge hinkommen. Wir haben 16 Quadratmeter bestellt. Theoretisch ist der Boden 4 Quadratmeter und die Decke im Prinzip dann wahrscheinlich identisch. Und klar, die Decke ist ein bisschen größer, weil da geht jetzt nicht die Rathäuser, gut, die Eintrittsstufe und sowas ab, aber... So, kleiner Zwischenstand. Ihr habt es gerade gesehen, Philipp hat so halb freie Hand dank unserer wundervollen Akkustichsäge hier eben ziemlich leise, obwohl es schon, es ist noch nicht Nacht, es ist auch noch nicht Abend, es ist einfach nur dunkel. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich da Leute eventuell beschweren. Ja, aber auch nur wegen der Dunkelheit. nein, beschweren würden, wenn die Säge lauter wäre. Weil aber als ob sich im Sommer einer um 17 Uhr beschweren würde. Ja, eben. Also Philipp hat gerade das eine Brett halbiert und zwar ist der Stand soweit, habe ich ja gerade schon gefilmt, die Decke ist gedämmt und jetzt fehlt nur noch der Boden und da wollen wir hier so, wir haben hier so im Boden solche Rillen. Hä, ist doch, passt perfekt. Das Brett ist einfach nur gebogen. Ja. Da kleben wir jetzt das Brett hier rein, also hier eins und hier drüben ist auch nochmal so eine Rille, da kommt das andere rein. Mit, vielleicht noch irgendwie, ich weiß nicht, wie man es empfiehlt, auch irgendwas, das da nicht durchhängt. Ja, aber hinten läuft nie jemand. Hier ist es nur das Bett. Da wird nur Zeug hingestapelt. Du kannst ja schon mal das Ding einspannen. Den Kleber. Sind die Bretter denn? Die sind doch nicht sauber. Die sind dann noch ganz... ganz... putz die nochmal ab. Genau. Auf jeden Fall kleben wir die jetzt hier rein. Was? Dann kommt dazwischen und daneben Armaflex. Und hier vorne haben wir hier an der seltsamen, also hier ist die eine Rille, ne? Und hier ist an der seltsamen Stelle die so eine andere, breitere Rille. Und hier auch nochmal, keine Ahnung weshalb. Aber hier kommt auf jeden Fall noch so eine Latte hin, die ist noch ein bisschen schmaler. Und hier sind wir uns noch nicht sicher. Ich habe das hier auch schon mal gefilmt. Hier haben wir so einen Ausschnitt, den wollen wir da so falltürmäßig rausnehmbar machen, damit wir dann, wenn wir den Sitz, diesen Sitz da, wenn wir den mal doch noch benutzen, dann nehmen wir da einfach diese Platte aus dem Boden. Also eine Platte bestehend aus Armaflex, Holz, Platten, was auch immer und Bodenbelag, die nehmen wir dann da raus. Ist das Armaflex an der Stelle ein ganz dünnes Sperrholz oder was? Was? Nochmal. Das heißt, wir machen an der Stelle unter das, das Armaflex ein dünnes Sperrholz oder kleben wir das Armaflex verkehrt rum an die Holzplatte? Ja. Hätte ich jetzt wieder eine Stunde für gebraucht für die Überlegung. Genau, und auf jeden Fall haben wir das deswegen hier schon angezeichnet. Genau, und der Rest wird dann auch noch beklebt und wir hoffen natürlich, dass wir das heute irgendwie noch schaffen. Also zumindest alles hier hinten zu kleben und vielleicht hier vorne, abgesehen von dieser Falltür, sage ich mal, für den Sitz. Weil wir haben ja eh noch kein Holz und sowas. Genau, soweit. Wir haben ja noch kein Holz, ja. Wo ist denn das Cuttermesser? Oh, das weiß ich nicht. Soweit erstmal der Plan. Wir sind ja gut im Plan und unser Plan heute, jetzt habe ich fünfmal Plan gesagt, war eigentlich nur das Dämmen und ich denke, das schaffen wir auch soweit eigentlich. Genau, dann werden wir uns innerhalb der nächsten Woche mal um ja, Holz und generell halt alles so für die Verkleidung kümmern. Und nächste Woche Samstag bekommen wir ja die Standheizung. Da können wir sonst nichts weiter machen, weil wir zum einen, also dauert das ja so, kann bis zu 7 Stunden dauern. Und zum anderen haben wir auch noch eine Anfahrt. Und ja, genau. Aber an dem Sonntag geht es dann an die Verkleidung. Dann gucken wir mal, ob wir unter der Woche es schon schaffen, zum Beispiel die Küche und das Bett zu streichen. Beziehungsweise beim Bett erstmal noch die Beine abzusägen, dann halt die Küche zu streichen. Dann wollte ich die Gardine von der Küche nochmal neu nähen, weil die ist kaputt gegangen ein bisschen. Dann, dass wir uns noch ein bisschen um die Ausstattung kümmern, also von der Küche Geschirr und alles vervollständigen. Brauchst du denn dringend den Cutter? Ja, sonst kriege ich hier unten Leim raus. Dann suchen wir jetzt mal alle zusammen den Cutter. Okay, keine Garantie auf Aufgeräumtheit im Hintergrund oder... Bildlook, was auch immer. Ich habe die Kamera schon ganz schön nicht mehr in der Hand gehabt. Ich wollte nur einen kleinen Zwischenstand geben zum Bus. Der steht zwar unten vor der Tür tatsächlich, er ist da, aber ich bin jetzt gerade nicht unten. Und wenn ich nachher runtergehe, muss ich mal schauen, ob ich die Kamera dann mitnehme, weil ich muss dann hoch zu
weiß nicht, ob ich die dann wieder fortkriege. Auf jeden Fall wollte ich euch ein kleines Update geben. Ich habe gerade schon mal angefangen und habe Blödsinn erzählt. Und zwar ist der Boden gedämmt. Und da sind solche Schienen aus Holz, solche Leisten, was auch immer. Sorry für das Wackeln. Und zwar, wo die Bodenplatte draufgeschraubt werden kann. Und die Platten, also das, die Spanplatte für, beziehungsweise die Spanplatten für die Bodenplatte sind da. Kann ich euch zeigen, stehen hier in der Wohnung. Die sind irgendwie ein bisschen groß. Wir haben die jetzt hier erstmal ins Kinderzimmer gestellt. Und zwar sind die 2,50 Meter mal 1,25 Meter, glaube ich. Und es ist so, dass die Grundfläche vom Bus 2,40, also an der breitesten, nee, an der längsten Stelle, mal 1,70 an der breitesten Stelle ist. Und da kommen wir mit dieser einen Platte nicht hin. Und deswegen brauchen wir zwei. Und dann wollen wir noch die Rathäuser verkleiden mit auch so einer Platte. Also so eckig halt, ne? Und da brauchen wir halt generell auch noch ein bisschen Holz. Und von daher haben wir gesagt, nehmen wir gleich zwei, weil das ist auch billiger, als wenn du dir das dann zuschneiden lässt. Und ja, haben wir halt noch ein bisschen Sperrholz. Und bei uns im Keller ist all unser Holzvorrat an irgendwelchem Holz, was wir noch im Keller hatten, ist einem Wasserschaden zum Opfer gefallen. Von daher haben wir gar nichts mehr an Holz. Bis auf jetzt irgendwas noch von der Küche oder so. Genau, also hier sind jetzt die Platten für die Bodenplatte. Und wir haben gestern entdeckt, dass wir vergessen haben, die Schiebetür zu dämmen. Es ist ja noch nichts verkleidet, es ist alles gut, ne? Aber ich weiß nicht, die Schiebetür war die ganze Zeit offen beim Dämmen. Und dann haben wir die einfach mal vergessen. Allerdings würde ich die erst dämmen, wenn die Bodenplatte drauf ist, damit wir dann auch nicht die ganze Zeit auf dem Armaflex rumlaufen beim Schiebetürdämmen. Das können wir ja nur von innen machen, weil das ist schon ein bisschen empfindlich. Also wird am Sonntag kommt die Bodenplatte rein. Also wir haben diesen ehemaligen Bodenbelag da noch aufgehoben als Schablone, messen das alles nochmal exakt aus, legen das dann auf die Platten und zeichnen das dann an. Dann wird halt praktisch in zwei Teilen diese Bodenplatte, und zwar möchte ich es gerne quer teilen, also praktisch, dass der vordere Bereich, wo man sich aufhält, wo die Küche ist, eine Platte ist, und dann kommt die nächste Platte, ist dann halt hinten unterm Bett, wo das ganze Zeug steht. Genau, also die Bodenplatte kommt drauf, dann, wenn wir es schaffen, auch noch der Bodenbelag, weil der ist nämlich auch schon im Keller, den können wir dann auch entsprechend der Schablone anzeichnen oder mit der Schablone darauf zeichnen und dann reinlegen. Dazu haben wir uns so ein Klebeband gekauft, kann ich euch auch mal zeigen. Das ist Teppichverlegeband, ist jetzt kein Teppich, aber macht für mich jetzt, glaube ich, keinen Unterschied. Genau, und dann dämmen wir eben noch die Schiebetür. Und am Sonntag und am Samstag, habe ich ja wahrscheinlich schon erzählt, wird unsere Standheizung eingebaut, deswegen können wir an dem Tag halt nichts weiter machen. Und deswegen, ist soweit erstmal der Plan fürs Wochenende. Und ich habe halt einfach nochmal so das alles ein bisschen durchgeguckt, was wir noch so vorhaben, wie die Zeit noch ist, und habe tatsächlich festgestellt, dass wir zeitlich doch ganz gut liegen, wenn wir uns nicht extra noch einen Schrank bauen. Wir wollten uns nämlich eigentlich noch hinten links, also wenn man von hinten reinguckt, links vor dieses eine Fenster, das wäre dann oder würde dann noch mit Dämmung irgendwie ein bisschen, also nicht zugeklebt, aber dass da noch Dämmung dazwischen gekommen wäre, und dann hätten wir da noch einen Schrank eventuell hingebaut. Allerdings war das jetzt auch nur eine Überlegung und dafür reicht die Zeit nicht. Andererseits aber wird ja unser Bett niedriger, sodass man sich am Tag auch auf dem Bett im Sitzen aufhalten kann, weshalb ich denke, dass wir das Bett seltener zusammenklappen. Das heißt, unter dem vorderen Teil vom Bett entsteht dann auch ganz viel Stauraum noch, wo dann auch das Zeug halt nicht weggeräumt werden muss, weil das kann ja dann darunter stehen bleiben. Und von daher ist der Schrank nicht ganz so nötig. Außerdem wollen wir uns noch eine Dachbox kaufen. Und von daher, das war einfach nur noch eine Überlegung. Klar ist jetzt die volle Fläche 1,70 Meter oder was zum Schlafen halt auch ausreichend. Sind das 1,70 Meter?
Ja, oder? Wenn der auf dem Boden da 1,70 war, wären das, oder 1,60, weil der Bus geht ja, ich weiß es nicht, aber ich finde das zum Schlafen super, so, also ausreichend. Wir schlafen da ja mit dem Kleinen aktuell zu dritt und mehr ist immer besser, aber ich finde es sehr, ja auch sehr luxuriös fürs Campen eigentlich, so eine große Bettfläche da zu haben, von daher durch den Schrank wäre die Fläche kleiner und ist jetzt auch schön so, wie es jetzt ist. Guten Morgen. Ich hatte euch eigentlich versprochen, dass wir am Wochenende mal was filmen bei der Standheizung oder bei allem anderen, was wir dann am Sonntag gemacht haben. Haben wir allerdings nicht. Zum einen, also am Samstag gab es ja nicht so viel zu sehen. Wir haben das Auto hingeschafft, die Standheizung wurde eingebaut, wir haben es wieder abgeholt und dann haben die uns halt noch ein bisschen was erklärt. Ich gehe gleich mal runter und kann euch das dann mal zeigen, also was man halt von der Standheizung jetzt sieht. Dann am Sonntag haben wir auch einiges geschafft und das möchte ich euch jetzt zeigen. Wir haben währenddessen Bilder gemacht, nicht viele. Wir haben auch ein Bild, mindestens ein Bild, Samstag gemacht, blende ich jetzt gerade währenddessen alles ein. Und ich stehe jetzt hier wieder im Kinderzimmer, weil hier ist, stand ja, ich glaube, bei der letzten Aufnahme auch schon unser Holz. Und jetzt sieht es so aus. Und zwar ist das der vordere Bereich der Bodenplatte. Wir haben die Bodenplatten angezeichnet, gesägt, im Auto angepasst, also dass es wirklich auch auf einen Millimeter dann passt. Und die sind jetzt wieder hier oben. Die sind natürlich noch nicht angebracht. Zum einen, weil, wie ihr hier seht, hier ist noch was angezeichnet, das muss noch ausgesägt werden. Das ist die eine Stelle, wo der Sitz hinkommt, der vierte Sitz, der halt, je nachdem, ob wir ihn brauchen oder nicht, eingebaut wird. Und auf jeden Fall ist da dann dieses Stück Bodenplatte rausnehmbar. Dann seht ihr hier noch zwei Löcher. Und zwar ist das hier, warte mal, ich muss jetzt überlegen, das hier ist die Ansaugung der Standheizung und da kommt die warme Luft raus. Das zeige ich euch auch gleich im Bus. Also das ist praktisch, kommt aus dem Boden die warme Luft, weil die Standheizung ist unterm Auto verbaut. Es hätte die Möglichkeit gegeben, die im Auto zu verbauen, aber das macht keinen Sinn, weil zum einen nimmt die uns dann voll viel Platz weg, zum anderen weißt du dann halt nicht, was du da an der Stelle dann positionieren darfst, ob du da was drauf stellen darfst oder wie das ist dann mit den Möbeln. Das ist einfach, ist nicht die Ideallösung. Genau, und hier dahinter befindet sich, also hier sind noch Holzreste und hier befindet sich noch das zweite Stück Bodenplatte, und zwar der hintere Teil. Wir haben das zum einen zweigeteilt, weil es von der Handhabung her natürlich einfacher ist, als wenn wir jetzt hier so eine 240 x 170 Bodenplatte rumschleppen. Und zum anderen, weil wir auch nicht das groß genug seiende Holz dafür hatten. Also wir hatten ja zwei Holzstücke mit 250 x 125 und das war jetzt die ideale Lösung. Die Bodenplatte ist 15 mm dick und wir haben dann mit Hilfe der Bodenplatte, die haben wir als Schablone genommen, haben wir dann unseren Bodenbelag der sieht so aus, angezeichnet und ausgeschnitten. Der ist praktisch auch schon fertig. Ich merke so in der letzten Zeit, dass das ungefähr der Standardbodenbelag aller T4s ist. Also ich habe so viele schon gesehen, die den haben. Das Dümmste, was uns passiert ist, wir haben vergessen, die Schiebetür zu dämmen. Dadurch, dass die Tür immer offen stand beim Dämmen, haben wir das nicht gesehen. Und ich habe ja letzte Woche Montag mit Philipps Mama zusammen noch den Fußboden gedämmt und diese Holzleisten eingeklebt, wo die Bodenplatte draufgeschraubt wird. Zeige ich euch auch gleich, wenn wir unten sind, weil ich glaube, ihr kennt es noch nicht in fast fertig gedämmt. Und dann am Mittwoch stellen wir fest, ups, die Schiebetür haben wir vergessen. Genau, die werde ich heute dämmen. So, wir sind im Auto und das ist der Zwischenstand. Ihr seht, es ist dreckig. Wir müssen gleich nochmal, also ich muss gleich nochmal staubsaugen, haben wir ja auch einen Staubsauger mitgenommen. Soweit der Stand. Decke ist gedämmt, Boden ist gedämmt, die Holzleisten hier sind verklebt. Da hinten seht ihr das Ausgeschnittene für den einen Sitz. Die Schiebetür ist noch nicht gedämmt. Hier ist die Ansaugung der Standheizung, da hinten ist die
Warmluftausströmung. Da oben hängt das Bedienteil. Hier ist noch ganz schön viel Kabelzeug, weil wir vielleicht das Bedienteil hier hinten anbringen. Müssen wir mal gucken. Hier sind alles, was Philipp abgesägt hat von der Bodenplatte, was noch zu viel war. Ich wollte mir eigentlich einen Müllbeutel mitnehmen, habe ich jetzt vergessen. Das sammle ich gleich ein. Dann sauge ich hier durch. Dann reinige ich die Schiebetür von innen mit Glasreiniger. Und dann wird gedämmt. Amaflex steht hier draußen. Und ja, so sieht es eigentlich aus erstmal. Ich werde wahrscheinlich dann beim Dämmen einen Zeitraffer mit meinem Handy machen. Die Kamera hat nicht mehr so viel Akku und mein Handy wandelt den Zeitraffer gleich um. Also da nehme ich nicht ein normales Video auf, sondern gleich den Zeitraffer. Mal gucken. Ja, soweit erstmal die Standheizung. Ich kann ja mal eben unter das Auto gehen. Und zwar hier. Das ist die Standheizung. Ich weiß nicht, ob Philipp mal Lust hat, irgendwann mal unter das Auto zu kriechen und die nochmal zu filmen, weil er lag jetzt schon so oft unterm Auto. Er wird das vielleicht noch einmal machen. Das wäre natürlich cool. Dann könntet ihr die auch nochmal sehen. Das ist theoretisch, hieß die, hab voll den Matsch an den Schuhen. Die hieß, glaube ich, mal Planar 2D. Ist auch noch so ganz gut bekannt unter dem Namen. Sorry, dass ich irgendwo gerade hinfilme. Wird jetzt allerdings, heißt die R2D, kann ich euch auch, also falls es nicht stimmt, blende ich euch jetzt das Richtige nochmal ein. Genau. Aber im Prinzip, also die wird in Russland hergestellt. Die Firma sitzt in, was hat er gesagt? Riga. Achso, und wir können vielleicht noch ein kleines bisschen Werbung machen für da, wo wir es einbauen lassen haben. Wir haben das in Nordhorn einbauen lassen. Ich blende euch jetzt gerade mal ein paar Informationen dazu ein. Wir selbst haben das auch über andere T4-Besitzer, die sich dort entweder eine Standheizung einbauen lassen haben oder die bieten auch so Standheizungen in Kisten an, die man sich aufs Dach stellen kann, die man nicht immer dabei hat. Wo du dann zum Beispiel auch fürs Dachzelt und sowas. Sowas haben die auch. Und genau, da haben wir halt bei anderen das gesehen, dass die dort waren. Haben wir angerufen, haben ganz schnell einen Termin gekriegt, sehr kurzfristig, vor allem dann noch am Wochenende, was natürlich am besten ist, weil wir dann beide dahin fahren konnten. Bin ich auch recht froh. Die andere Sache wäre nämlich gewesen, wenn ich alleine dort gewesen wäre, hätte ich irgendwie alles denen alleine sagen müssen, entscheiden müssen und vor allem mir dann am Ende alles merken müssen, was der erklärt hat zur Funktion des Bedienteils. Bin ich recht froh, dass ich das nicht machen musste. Philipp hat sich das mit dem Bedienteil gemerkt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da nicht so ganz schnell irgendwas Technisches an Funktionen, bla, merken. Das ist nicht so mein Bereich. Ich staubsauge jetzt mal und dann sehen wir uns wieder wahrscheinlich im Zeitraffer. Über die Tage und Wochen schon genug Videomaterial für unser erstes Bus-Umbau 2.0 Video gesammelt. Deswegen beende ich das Video hiermit an dieser Stelle. Hoffe natürlich, es war informativ, hat euch gefallen und schaltet gern auch bei den nächsten Umbau-Videos ein. Da werdet ihr zum einen wahrscheinlich nochmal die Standheizung von unterm Auto gefilmt sehen, dann wie es mit fertigem Bodenbelag und Bodenplatte und so aussieht. Also seid gespannt. Es gibt noch eine Menge zu tun, aber auch dadurch auch eine Menge zu sehen. Wir haben auf jeden Fall Bock drauf und drückt uns die Daumen, dass wir bis zu unserem Urlaub fertig werden. Und ob wir das schaffen, werdet ihr dann in naher Zukunft sehen.